Hallo und herzlich willkommen bei Jack and Dexter. Die Precursor-Legende. Oh yeah. Wir sind hier im Sumpf stehen geblieben gewesen. Ne? Ja. Ja, wie man hören kann, die Laune ist groß. Sehr groß. Wir beide hassen den Sumpf nämlich übelst. Aber Jack ist ein geiles Spiel, also da kann man nichts sagen. Ja, jedes geile Spiel hat auch mal irgendwo eine beschissene Welt. Ne? Weil in Kingdom Hearts sage ich ja nur Dings, heißt es. Oder Borgenwald. Okay, die Welt muss man ja nicht zwingend machen. Ja, aber Dings hier, wie nennt man die in 1.5? Oh, warte kurz. Alice in Wonderland. Achso, ja genau. Wonderland ist auch scheiße. Das ist eine beschissene Welt, Leute. Ich glaube, ihr hasst sie auch. Weil wir die Kingdom Hearts überhaupt kennen, ne? Mhm. Aber wirklich, in jedem Spiel ist immer irgendeine Welt dabei, die einfach... suckt. Genau, die suckt einfach. Ich bin hier mal gestorben als Kiddy, ne? Ich fand das übel schwer hier. Ich weiß nicht warum, aber jetzt ist es eigentlich voll einfach. Ihr müsst einfach das gelbe Eco hier haben. Ihr müsst nicht mal das gelbe Eco einfach, ne? Ihr müsst einfach nur diese Viecher verprügeln. Ich glaube sogar, ich werde ohne gelbe Eco kämpfen. Das ist besser. Wow. Ach scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Okay, vielleicht ist es doch schwerer als es aussieht. Das war knapp, ey. Ja, ist schon ein bisschen schwer. Alter, ich dachte, das hätte ich getroffen. Ich hab Angst zu sterben gerade. Sehr gut. Aber so schwer ist es dann doch nicht. Dann. Boom! Wie die so leuchten, ne? Hm. Und weg. So, dann holen wir jetzt das hier auch nochmal schnell. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in diesem Part den Sumpf hier gleich zu beenden. Ja, wir haben echt keinen Bock auf diesen Sumpf. Damit im nächsten finden Part wir auch schnell alles. Ja, mit dem nächsten Part dann Dings bessere als Welten ob besuchen können. Ich bin gleich tot, ne? Scheiß Ding, Alter. Häng so auf, ne? Was hast du für eine Jiggles? Achso. Einer ist noch übrig. Glaube ich. Ja, sollte noch. Ja, das letzte. Guck mal, jetzt schon zwei Energiezellen gefunden, innerhalb von 2 Minuten. So muss es laufen. Zack. Das wäre ja voll blöd, wenn man mit blauem Eco andere Eco-Teile anziehen kann, ne? Das wäre ja voll dumm irgendwie. Hier ist kein gelbes Eco, ne? Ich brauche gelbes Eco. Ich muss irgendwie mit gelbem Eco herkommen. Da vorne ist es. Achso, hier oben, das machen wir später. Dafür brauchen wir auch noch einen Freund, ne? Genau, einen Freund. Einen ganz speziellen. Daran kann ich mich noch erinnern. Die Aufgabe ist auch noch schwer, ne? Die mit dem Freund. Ach, da ist er ja schon. Die Flat-Flat, oder wie die hieß? Flat-Flat, ne? Der Flat-Welt Flat-Flat. Ach, Flut-Flut. Ach, Flut-Flut. Warum habe ich Flat-Flat im Kopf? Flut-Flut, ey. Was? Warum? Weiß ich auch nicht. Haben wir jetzt alles aufgemacht? I don't know. Nee, da sind noch 3. Da sind noch 30. Die Aufgabe mit dem... Nee, das war nicht mit dem Flat-Flat. Später kommt noch eine Aufgabe, da müsst ihr auch mit gelbem Eco Ziele kaputt machen. Und die Aufgabe fand ich jetzt Kiddy auch übelst schwer. Aber dazu dann später mehr. Flut-Flut. Ne? Jetzt erstmal mit dem Flut-Flut reiten. Und mit dem Flut-Flut reiten ist das einzig geile hier im Sumpf. Ehrlich, das macht voll Spaß mit dem zu spielen. Man kann ihn, glaube ich, nur hier benutzen, oder? Ich glaube hier und in einer anderen Welt auch noch. Weißt du, welche Welt ich meine? Ich will sie jetzt nicht spoilern, aber in einer anderen Welt gibt es die auch noch. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, siehst du ja dann, ne? Also ich glaube sogar noch in zwei, in dieser Welt und in zwei anderen Welten, glaube ich, auch noch. Ja, wir werden dann sehen. Gut, 2 Spielfliegen noch. Sollten wir auch noch finden. Ah, hier ist die Aufgabe, die ich meinte, die schwer ist. Ach so. Die machen wir auch gleich. Stimmt, ich weiß, welche du meinst. Die Animation cool, wie er so hochspringt, ne? Okay. Gut gemacht. Seid ihr nicht froh, dass ihr unsere kleine Flut-Flut-Freundin gerettet habt? Sie wird euch vielleicht noch einmal behilflich sein können. Jetzt bringt sie zum Spoiler! Und bis später, ne? In den nächsten Welten. In den besseren Welten. Der Sumpf. Okay, für mich ist der Sumpf die zweitschlimmste Welt im gesamten Spiel. Boah, da ich glaube, die schlimmste Welt, das weißt du, welches ist, ne? Das müssen ja die anderen noch nicht wissen. Müssen sie auch nicht. Aber werden sie bald erfahren. Okay, nicht bald, aber
Die werden sich nicht freuen. Oh nein, noch nicht das blaue Übel. Schnell, mach auf! Oh, schnell, schnell, schnell. Okay, yes. Jetzt schön alles ranziehen. Kommt schon, ja. Die süßen Dinger. Das war knapp, Alter. Das war. Ich habe mich jetzt Kili immer gefragt, was ist hier? Warum ist dieser dieses Brückental einfach hier? Weil das hat keinen Sinn, ne? Das hat da keinen Zweck, das ist einfach nur da. Das bringt einfach gar nichts. Oder weißt du da irgendetwas? Nö. Vielleicht lebt da ein Monster. Wer weiß. Ich sammle hier mal das Leben ein. Wenn er hier schon so viel Fässer stehen hat. Gut, und das ist die Aufgabe, die ich damals so schwer fand. Oh nein, ich weiß, was das ist. Hallo, Freunde! Gefällt euch mein schöner Sumpf? Das gehört alles mir. Zumindest ist das, was nicht im Schlamm versinkt. So wie es hier riecht, ist deine Badewanne schon ganz schön lange im Schlamm versunken. Was? Badewanne? Ich habe hier ganz andere Probleme. In der Gegend treiben ein paar widerliche Locker ihr Unwesen und greifen hier echt alles ab. Sie haben mein zahmes Hip-Hop-Fati verscheucht. Das ist jetzt schon so lange weg. Ich stelle immer sein Lieblingsfressen raus, aber diese Sumpfratten stehlen es jedes Mal. Wenn ihr diese verdammten Viecher in Schach haltet, riecht Vati ganz sicher die Leckereien und kommt zurück. Könnt ihr mir helfen? Gut. Diese Ratten können jederzeit zurückkommen. Erschießt sie, damit wenigstens ein Leckerchen übrig bleibt. Erschießt sie! Also die Frage, die wir uns gestellt haben gerade in der Cutscene, ist, wie steckt dieser Typ das Essen da in dieses elektrische Wasser? Ne? Das geht ja gar nicht. Erschieß sie! Ich kann mich noch daran erinnern, wie du das so richtig geil einmal gesprochen hattest, ey. Das war die erste Welle. Ich glaube, es gibt drei Wellen. Die erste Welle, die geht noch, aber die... Schieß sie! Schnapp dir welche! Aber die dritte Welle, die ist richtig schlimm. Die ist richtig krass. Die ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob alle Leckerlis übrig bleiben müssen oder ob es... Ob nur ein, ob einer... Einer muss übrig bleiben. Alter, stirb doch! Ey, so ein Dreckswesen ist gestorben. Schieß sie! Okay. Schieß sie! Das ist jetzt die kranke Welle. Ach, da ist auch noch eine. Stirb, ihr Penner! Da drüben, Alter! Da ist ein Großer! Das ist der Bruder von dem, okay? Der kleinere Bruder ist das. Echt jetzt? Ja. Ja, wir sagen das jetzt einfach so. Ja. Nein, stirb! Okay. First try vielleicht? Alter! Ey, hier darfst du nicht so schnell ankommen. Tschüss, ich dachte, es ist nur eine Stelle. Scheiße. Das wird langsam zu viel, ein bisschen. Da kommen viele! Da kommen große! Ey, du hast vorhin geschafft! Ja. Brat mir einen Storch! Kannst du aber schießen! Vielen Dank für die Hilfe! Kein Problem, Dicker. Guck mal, die Flutfahrt da hinten an. Oh, achso. Da. Und wo ist jetzt deine Freundin? Gut, ach, da, ja. Was zur Hölle? Was denn? Guck ihn dir mal an. Was ist das? Oh, das passt zu dir, Alter. Was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht und ich will es gar nicht wissen. Es ist auf jeden Fall... Wieso zeigen die nicht, wie der gekommen ist oder wie der gekommen ist oder was es ist? Es ist mir eigentlich auch egal. Mir auch. Da kommt ein Großer. Ich werde das niemals vergessen, Alter. Das war so lustig. Das war, glaube ich, im dritten Part oder so schon, ne? Ich glaube... Ja, im dritten Part. Kann man so sagen, ne? Na komm, Große! Okay, das sag ich. Komm, Große! Wie du das sagst, ich schwör's dir. Schnell die da hinten killen! Nein! Du bist eh tolerant. Ich weiß. Alter, das war sehr Job. Schnell, schieß alles auf! Alles aufballern! Nein, das ist unsere CC-Fliege. Da ist ein Monster, ne? Hier ist ein Hai, ja. Hier schon wieder so dasselbe. Das ist ein richtig großer Hai. Einfach ein Hai, der uns frisst. Einfach der ist immer das ist immer der gleiche Hai. Mann, die hätten doch mal etwas, Alter, richtig Großes hinzufügen. So, war knapp. So ein Megalodon. So ein Mega
Wie heißt diese Mega-Lo-Joker? Lurker. Joker. Er ist ein richtiger Joker. So, schnell alles anziehen. Haben wir jetzt alle? Nein, sonst wäre ja die Benachrichtigung gekommen. Weißt so, hey, du, was das ist? Weißt du, wo die anderen sind? Ich hoffe es. Also, nein, ich habe keine Ahnung. Da. Aber hier sind ja noch einige. Bitte lass es dir letzten. Ich mach erstmal das da. Aua, ich mach das hier vorne weg. Wir töten euer Nest. Ja, hier ist auch noch gelbes Licht, okay. Warte, ich gehe gleich zurück. Ich mach das hier mal alles weg. Ich glaube, das war's dann auch schon, ne? Ja. Wir haben es schon geschafft hier, gell? In 10 Minuten. In 10 Minutes. Genau wie wir in Rebirth Rebirth Wunderland in 5 Minuten geschafft haben. Geschafft haben. Tschüss. Guck, ich hab doch gesagt, es sind 4 Stück. Tschüss, Bruder. Wo das wohl hinfliegt? Gut gemacht, Jack. Dein Onkel. Auf zu neuen Welten. Auf zu neuen Welten. Das waren nicht alle. Oh. Warte, nimm erstmal das Ding! Wir labert und labert und wir nehmen einfach die Energiezelle. Es ist eigentlich voll unwichtig, was sie sagen, Leute, also von daher. Außerdem ist es so richtig leise, man hört es eh nicht. Komm schon. Ich hoffe, das sind die letzten, Alter, sonst weiß ich nicht weiter. Oh mein Gott, scheiße. Hä? Als ob. Oh nein, was? The fuck? Einer fehlt sogar noch. Wir haben alle Aufgaben doch. Nein, haben wir nicht. Einer fehlt. Ja, das sind findet alle Spielfliegen. Ach, der CCP. Leute, oh, wir sehen uns dann gleich. Oder? Warte, ich will hier noch kurz runterspringen. Das bringt mich wieder an den Anfang, ne? Das ist wieder der Anfang hier. Ja. Okay, Leute, es beginnt für uns eine schreckliche Suchjagd, die wir euch natürlich ersparen werden. Also bis gleich dann, ne? Ciao, ciao. So, Leute, wir haben alles gefunden. Alter, war das knapp. Ja, wir haben irgendwie so ein. Das wir haben so, das hier wohl übersehen. Das ist so ein Nebenweg. Und den haben wir wohl übersehen. Und hier sind die letzten Orbs. Genau, 200 und. Thank God. Die letzte Spielfliege. Wir haben es relativ schnell gefunden, eigentlich, ne? Ja. Ich dachte, das hätten wir jetzt. Mit einem längeren Part, aber nö. Gut, haben wir gefunden. Soll ich diese jetzt cutten? Ja, ne? Wir sind jetzt hier mitten irgendwo im Sumpf und ich habe jetzt keinen Bock da rauszulaufen. Also bis gleich. Oh. Endlich freier Leute. Wir haben es geschafft. Scheiß Sumpf. So, eine Dreckswelt ist schon mal hinter uns. Das hätten wir. So. Jetzt ist halt die Frage, welche Welt soll ich als nächstes machen? Wir haben hier so die Qual der Wahl eigentlich, ne? Nein, scheiß Hyper bist dich. So. Hm. Was wollen wir als nächstes machen? Ich würde sagen. Lass uns zum Precursor-Becken gehen. Ach, deine Lieblingswelt, ne? Oder? Ich glaube schon. Ja, machen wir Precursor-Becken. Wenn du schon gesagt hast. So. Die nächste Welt. Und, ja Leute, der Precursor-Becken besteht nur aus dem Fahrzeug hier. Wir müssen, also wir können hier nicht zu Fuß rumlaufen auf dieser Welt. Deswegen findest du sie auch so geil, ne? Mhm. Boah, aber diese Aufgaben hier, ne, sind relativ schwer in der Welt. Richtig crank. Also diese Welt hat eine der schwersten Aufgaben, wie ich finde. Wir müssen jetzt diese roten Eichhörnchen oder was auch immer das sind, diese Löcher locken, weil die sind blind und wissen nicht wohin. Das ist ja die Frau, ne, im letzten Part. Mhm. Die du angemacht hast. Nur so ein bisschen. Boah, das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt hier, aber vor allem sind auch noch einige, ne? Das sind 1000 Stück. Ich finde, wir sollten uns erstmal um die kümmern, bevor wir uns hier umschauen. Komm, spring rein. Und diese fetten Lurker, die so eine Windel anhaben, die müssen wir auch noch jagen. Das kommt alles noch. Erstmal will ich mich um diese Eichhörnchen kümmern. Das sind Eichhörnchen, Alter? Ich glaube, die hat gesagt Eichhörnchen. Ich kann mich auch nicht mit dran erinnern, das ist schon lange her wieder. Warum sind sie so groß? Sie haben sich wahrscheinlich mit Hyänen oder so gepaart. Die ist einfach durch das Eco-Ding durchgelaufen.
Es leckt ein bisschen auch hier, ne? Irgendwie. Natürlich müsst ihr beide verschiedene Wege gehen. Natürlich musst du jetzt so umdrehen, Alter. Ja, what the hell, man? Reicht jetzt auch. Genug Spaß gehabt. Nein? Oh, hast du gesehen, er wollte dich umbringen. Komm, du auch. Yes. Du auch gleich. Natürlich nicht. Scheiße. Die können aber nicht wieder rausspringen, ne? Nein. Das wäre ja behindert. Das wäre richtig. Komm, geil. Deine Familie ist doch schon versammelt. Jetzt geh ja. Doch. Deine Kinder brauchen dich und dein Mann auch. Der verarscht mich gerade, ne? Das ist eine Sie. Das ist eine Sie. Nicht wahr, Mrs. Eichhörnchen? Yes. Ja. Jetzt holen wir uns unsere Energiezellen von der Geologin. Wie er das gesagt hat, ne? Jetzt holen wir uns unsere Energiezellen von der Geologin. So, jetzt die scheiß Lurker killen. Dies ist aber leichter gesagt als getan, weil die verdammt schnell sind und rumfliegen. Toll, einen haben wir nicht bekommen. Das wird ein Spaß. Das sieht man. Yes. In seiner Arsch. Der will nicht eingesammelt werden. Mir egal, der wird eingesammelt. Punkt. Da vorne war noch einer, ne? Yep. Ich glaube, hier gibt es 3-4 Stück. Oh, Mann. Das ist auch so einer, der sich richtig cool fühlt. Ja, Junge, richtig schräg. Yes, gut. Und ihn abfangen! Ich hab's dir einmal gesagt. Und ich sag's dir. Okay, ja, ich muss zugeben, er hat mich zerstört gerade. Er hat mich auseinandergenommen. Ja. Er hat mein Leben genommen und ihn zerstört. Er hat es einfach zerstört. Ich muss sagen, das hat er wirklich. Er hat einfach Disrespect gezeigt. Können wir die Spielfliege hier auch gleich mitnehmen? Also, du hast zwar meinen Bruder gekillt, aber mich killst du nicht so leicht. Wo ist denn der? Diese scheiß Eco-Kisten, Alter. Ist so. Wieso kann er nicht durch diese Echo-Dinger sterben? Ach, weil er ja fliegt. Die fliegen auch. Was? Trotzdem. Er fliegt aber höher. Jetzt hab ich dich, Alter. Alter, hast du gerade gesehen, er hat einfach so einen Schub bekommen. Er fliegt einfach automatisch schneller, ja klar. Ja, natürlich! Das ist gerade voll der Betrug, ne? Kleiner. Wer immer so provokant nach hinten guckt, ne? Komm doch her, Mann! Ich scheiß dir in deine Windel rein! Oh, in seine Windel. In seine Windel. So, da oben waren da auch noch Orbs, wo wir irgendwie runterspringen müssen. Nein, nein. Was? Hä? Okay. Hinterfragen das einfach nicht. Jetzt, Junge! Das können wir aber hinterfragen. Das können wir hinterfragen, ja. Ach ja, das wird noch eine tolle Welt. Ja. Oh, ich sehe gerade, dass die Zeit gerade am Intolerantieren ist. Intolerantieren? Ja, intolerantieren. Das ist ein Wort, was ich erfunden habe. Ja, mir egal. Wir machen noch ein paar Aufgaben, dann ist gut. Ist der Part halt mal länger, ne? Ja, dann ist der Part halt länger. Habt ihr was dagegen, Leute, oder was? Hast du was dagegen? Brooklyn. Warte. Den töte ich noch. Alter, ich dachte, das sind die Pflanzen, die Dings. Ich dachte gerade, dass du da. Was dachtest du, wer das? Egal, ich sag's nicht. Komm her, deine Familie möchte. Du hast gerade gesehen, was er gemacht hat. Er fliegt runter und fliegt in derselben Sekunde, wo ich runterfalle, wieder hoch. Warum ist das so ein Huhn? Guck mal, er chillt da ja, einfach. Da. So umbringen, ne? Du hast ihn getötet. Echt jetzt? Ja. Ja. Du hast ihn in der gleichen Zeit gekillt. Ich wollte gerade sagen, Alter. Nein! 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 Da unten ist sein Bruder. Den töten wir jetzt auch noch. Kann man nicht einfach von oben ihn assassinieren? Da oben ist eine Energiezelle, Alter. Also du kriegst mich nicht, Alter! Boah, der fliegt hier richtig viele Kreise, der sackt übelst. Du kriegst mich nicht! Ich sack dein Ding! Das ist eines der schwierigsten Lurker, den zu töten. Dann töte ich ihn einfach sofort. Der ist schlecht. Und hier endet der Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Haut rein, das ist Lurking. Gut geflogen, diese Lurker.
Lurker sind keine wirklichen Gegner für den Zoomer. Jetzt haben wir eine Energiezelle mehr.